Seit letzten Mittwoch scheint endgültig klar, die Fed will einen Abverkauf des S&P 500. Man will wohl keinen Crash an den Aktienmärkten, man will aber tiefere Preise haben, schlichtweg, damit die Financial Conditions nicht zu lax werden, damit Nachfrage entsteht, damit die Inflation dauerhaft wird. Also sagt die Fed, naja, die Inflation, die haben wir noch lange, lange nicht besiegt. Und das, obwohl die Inflation ja deutlich zurückgeht. Wir waren im Juni bei 9,1% in den USA. Jetzt sind wir im November bei 7,1% gewesen. Und es dürfte jetzt nicht so sein, dass die Inflation zeitnah wieder nach oben geht. Aber die Fed fürchtet eben, dass sie das Monster nicht in den Griff bekommt, wenn die Aktienmärkte eine Party machen, wenn die Renditen weiterfallen. Also muss sie sich irgendwie ein Scheinargument aus dem Köcher zaubern. Und dieses Scheinargument heißt, ja, also die Inflation, die haben wir noch lange nicht besiegt, die kommt wieder. Das zeigen Aussagen jetzt von Daly, von Mester jeweils am Freitag. Das zeigt, dass die Fed jetzt bei ihren letzten Projektionen die Inflationserwartung für das Jahr 2023 und 2024 nach oben genommen hat. Deswegen müsse man dann die Zinsen über 5% nun mal anheben. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Also ist die Frage, naja, warum erzählt uns die US-Notenbank das? Der Grund ist relativ einfach. Es ist nicht innerhalb eines Mandates einer Notenbank zu sagen, naja, die Aktienkurse stehen zu hoch, geht gefälligst mal runter. Also muss man eben dann darauf zurückgreifen, was man hat, muss den Märkten irgendwie Angst machen. Und diese Angst ist eben ein weiter steigender Leitzins, weil eben angeblich die Inflation weiter nach oben geht. All diese Zusammenhänge wollen wir uns mal anschauen. Man könnte fast sagen, wie Zero Hedge das hier tut. Jahrelang hat uns die Fed erzählt, die Inflation sei transitory, sei vorübergehend. Jetzt erzählt sie uns, die Disinflation, also die Abnahme der Inflation, sei transitory, auch wenn das wahrscheinlich genauso wenig stimmt wie eben diese Geschichte über Inflation als transitory. Es ist schon witzig, jedenfalls sehen wir, dass Cash letztendlich in diesem Umfeld am besten funktioniert hat oder mit am besten funktioniert hat. Und hier sehen wir nochmal diesen Anstieg des Jahres 2022. Das ist der größte Anstieg der letzten Jahrzehnte. Nur 1973 ging es noch etwas schneller mit den Zinsen nach oben aufgrund der damaligen Inflation. Wall Street Silver sagt hier zu Recht, Soft Landing is not really gonna be an option. Das ist wohl keine Option, dass wir ein Soft Landing, also eine weiche Landung der US-Wirtschaft haben werden. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend haben sich jetzt die Wall Street Analysten so ein bisschen drauf eingeschossen, federführend einmal mehr. Mike Wilson von Morgan Stanley, der frühzeitig erkannt hat, welche Musik hier gespielt wird. Und der sagt, ja, das Schlimmste kommt eigentlich noch für die Aktienmärkte, denn die Gewinnerwartungen sind noch viel zu hoch. Dementsprechend sind die Bewertungen an den Aktienmärkten noch viel zu hoch. Das könnte so ähnlich schlimm kommen, was die Gewinnrezession betrifft, wie im Jahr 2008. Also bei der Finanzkrise, so sagt es Mike Wilson, BlackRock, ähnlich negativ sagt, die werden jetzt nicht mehr zur Rettung kommen, die Notenbanker, aber die Märkte sind noch so ein bisschen konditioniert. Die Notenbanken helfen uns doch immer, die spannen ein Netz unter unseren Hintern. Aber diesmal wird das nicht der Fall sein, denn damals konnten sie das tun, konnten dieses Netz spannen. Der Fed Put, den gab es ja irgendwie wirklich. Jetzt geht das nicht mehr, weil dann eben die Notenbanken die Inflation wieder nach oben treiben würden, wenn sie letztendlich den Aktienmärkten helfen würden. Auch die Citi jetzt erwartet eine globale Rezession. 2023 die Amerikaner oder in den USA 2 Millionen Jobs verloren, dürften verloren gehen, die Arbeitslosigkeit auf 5% steigen, über 5%, und die Earnings eben um mindestens 25% fallen im nächsten Jahr. Das ist genau das Problem. Die Earnings werden zurückgehen und damit stellt sich die Bewertungsfrage, und die Bewertungen sind noch zu hoch. Der eine oder andere der Dickfische, die scheinen das langsam begriffen zu haben. Wir sehen hier klare Anzeichen, auch heute wieder das einzige Konjunkturdatum, das wir hatten, NHB Hausmarktindex, also die Stimmung der Häuslerbauer, die fällt jetzt auf ein 12-Jahres-Tief. Wenn wir mal den April 2020
außen vor nehmen, also Corona-Tiefpunkt, da waren wir bei 30, jetzt sind wir bei 31. Es ist ein perfekter Sturm für die US-Konsumenten, die sind Oberkante, Unterlippe verschuldet, jetzt steigen die Zinsen. Jetzt ist sozusagen ihre immobile Kreditkarte, nämlich ihr eigenes Haus, das haben sie praktisch ja immer benutzt als Sicherheit, um ihren Kreditrahmen weiter ausschöpfen zu können. Das wird jetzt weniger wert, dadurch wird der Kreditrahmen geringer. Die Sicherheiten, die man hat mit einer Immobilie, werden geringer. Es ist ein Teufelskreis, der da im Grunde derzeit der Fall ist. Und dann nochmal zurück eben zu diesen Bewertungen. Es gibt die sogenannte Rule of 20, die besagt, es gibt eine Art faire Bewertung an den Aktienmärkten, wenn man die Price-Earnings-Ratio, also wenn man so will, Kurs-Gewinn-Verhältnis, und die Inflation addiert. Je höher die Inflation, umso niedriger muss eigentlich die Bewertung im Bereich Price-Earnings-Ratio sein. Also umso günstiger müssen die Aktien sein. Und wir sind noch weit, weit über dem Durchschnitt. Ich denke, wir werden wahrscheinlich im Tiefpunkt dieses Bärenmarktes dann ziemlich genau an diesem Durchschnitt da heranlaufen. Das könnte aber noch ein bisschen dauern. Jetzt sehen wir, dass eben diese Bewertungen auch immer noch 20% über ihrem Durchschnittstrend sind, über ihrem historischen Durchschnittstrend, und das angesichts einer Situation, wo die Zinsen sehr schnell und hart gestiegen sind, noch ein bisschen weiter steigen dürften, in einer Situation, in der wir diese Abkühlung der Wirtschaft bereits sehen, nicht zuletzt auch wegen den Aktionen der Notenbanken. Und all das stellt eben die Bewertungsfrage. Jetzt sehen wir aber eines, und das finde ich sehr, sehr interessant. Die Aktienmärkte sind gefallen. Wir sind jetzt beim S&P 500 so gerade an der Schwelle zum Bärenmarkt, also minus 20%, der Nasdaq gut 30% im Minus. Dennoch sehen wir, es fließt so viel Geld in passives Investieren, also in passiv gemanagte ETFs, wie schon seit Dezember 21 nicht mehr, also seit einem Jahr. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Leute rausgehen aus Active Equities, also das aktive Management, Vermögensverwalter, selber Aktien handeln, das geht deutlich zurück. Man vertraut also auf den Index ein Stück weit, weil man die Erfahrung gemacht hat, boah, das ist wahnsinnig schwer zu timen bei den verschiedenen Aktien. Und wir sehen auf der anderen Seite, wird immer gesagt, ja, die Stimmung ist bärisch, und das stimmt, wenn wir uns etwa die private Investoren in den USA anschauen, da ist eine überwiegend negative Stimmung. Aber die Frage ist, was ist Stimmung und was ist Handlung? Also tun Sie das auch, was Sie sagen, oder tun Sie das nicht? Und wir sehen, dass eben in der Regel das nicht getan wird, was man sagt, nämlich man tut nicht das, was man bärisch sagt. Wir sehen hier etwa die Vermögensverwalter in den USA, NAAIM, jetzt wieder mit einer Quote von 71,6. Das ist durchaus über dem historischen Durchschnitt. Also es ist nicht so, dass jetzt keiner irgendwie investiert wäre. Wir sehen auch, Big Money ist nicht wirklich komplett rausgegangen. Wir brauchen eben den Ausfluss des großen Geldes, dass auch die Dickfische rausgehen und sagen, boah, das wird mir jetzt zu risky. Dann werden wir den Boden sehen. Der ist vielleicht gar nicht mehr so weit, vielleicht schon im ersten Quartal 2023, aber jetzt eben noch nicht. Jetzt haben wir vielleicht noch mal ein Thema auch zum Jahresende, weil die größten Geldmanager um und bei vielleicht bis zum Jahresende noch mal 100 Milliarden Dollar an Aktien verkaufen müssen. Die Sovereign Wealth Funds, also die Staatsfonds, die praktisch Portfolios für ihre Bürger verwalten, kämen wahrscheinlich nochmal 29 Milliarden obendrauf, sagte JP Morgan. Das dürfte dann auch nochmal ein Gegenwind sein, auch wenn wir jetzt kurzfristig, wie Sie in diesem unteren Chart sehen, den ich heute Morgen schon gezeigt habe, im Bullish Percentage Index beim S&P 500 schon ziemlich ausverkauft sind auf kurzer Zeitebene. Dementsprechend ist eine Erholung jetzt jederzeit zu erwarten, könnte so eine Zwischenrally kommen. Übergeordnet, das sehen wir oben in diesem Chart, ist letztendlich der Abwärtstrend bestätigt worden durch diesen Fehlausbruch aus diesem seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrendkanal. So könnte es laufen, wie Trigger Trades hier sagt. Wir haben jetzt vielleicht so ein Ziel im Bereich 3820, 3830, da sind wir ziemlich genau hingelaufen. Jetzt könnten wir nochmal so in die Region 3880, 3915 um und bei laufen in den nächsten Tagen, bevor dann sehr wahrscheinlich der nächste Rücksetzer kommen wird. Und Rücksetzer ist auch das richtige Wort. Elon Musk hat ja jetzt
über Twitter abstimmen lassen, ob er Twitter-Chef bleiben soll. Es haben sich über 57% dafür ausgesprochen, dass es nicht bleiben soll. Eigentlich ein gutes Zeichen für die Tesla-Aktie. Da kann er sich vielleicht ein bisschen mehr wieder um Tesla kümmern. Und die Aktie von Tesla dann auch 5% im Plus heute vorbörslich. Aber jetzt geht es wieder 1,5-2% nach unten. Und warum? Das sehen Sie in diesem Chart hier neben mir. Das ist ein Chart, den ich nicht mit der Kneifzange auf der Longseite anfassen würde, auch wenn Zwischenrallies immer drin sind. Aber es ist schlichtweg so, dass diese Tesla-Aktie eben noch sozusagen ein Relikt ist aus den ultralaxen Geldpolitik-Zeiten. Eine Apple etwas weniger, aber auch noch ein solches Relikt. Apple heute auch 2% im Minus um und bei oder 1,5%. Und das trotz der Nachricht, dass die iPhone-Produktion in Zhangzhou wieder so langsam ins Rollen kommt. Also die gute Nachricht wird nicht gekauft. Und nicht kaufen würde ich persönlich, selbst wenn es Erholung geben kann, hier die Tesla-Aktie. Aber die Religionsgemeinschaft wird sicherlich gute Gründe finden, nämlich die Religionsgemeinschaft Tesla, die sich jetzt möglicherweise einer Haft gegenüber sieht. Hier RBB24, Autohersteller Tesla, betreibt möglicherweise ein Gefahrenstofflager in Grünheide unerlaubterweise. Und jetzt drohen Tesla bis zu 3 Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Also ganz Tesla muss dann ins Gefängnis, meine Damen und Herren. Das ist ja mal, nein, du musst deine ganze Firma einsperren, das macht Sinn. Also hier kommt noch dann so ein bisschen Gegenwind. Tesla hat ja wahrscheinlich jetzt seine Pläne auf Eis gelegt, hier diese Batteriefabrik auch in Deutschland zu bauen, nachdem eben die protektionistische Politik unter Joe Biden die ganze Geschichte viel rentabler in den USA macht. Dennoch, es ist schon viel passiert bei Tesla und Co. Wir sehen keine Aktie, die unter 20% gefallen wäre von den großen Dickfischen. Eine Apple noch am besten mit minus 24%. Tesla ist schon nach Meta der größte Rohrkrepierer in diesem Jahr. Klar, wer so einen Höhenflug hat, der hat dann auch einen gewissen Absturz. Tesla minus 57%, nur Meta ist noch schlechter. Und auch hier in dieser Grafik, by the way, sehen wir Flows into all equity funds. Da ist jetzt nicht wirklich Panik zu sehen, da ist nicht wirklich ein Ausverkauf zu sehen. Und du brauchst einen solchen Ausverkauf, um einen Boden zu bilden. Du brauchst eine Stimmung, wo die Leute sagen, nee, Aktien will ich nicht mehr. Das hat mir nur Verluste beschert. Erst wenn diese mentale Voraussetzung vorhanden ist, dann können die Märkte drehen. Wie schaut es denn aus jetzt in Deutschland, wenn wir hier mal die Gefilde wechseln? Hier sehen wir mal von meinem Kollegen Hannes Zipfel so einige Dinge, die jetzt teurer werden. Öffentlicher Nahverkehr wird teurer, Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge, Strom, Gas, wissen wir sowieso, Tabaksteuer, Fliegen, Netflix oder Netflix, Lebensmittel, Kleidung, Bücher. Bücher deswegen, weil Papierpreis so massiv gestiegen ist. Das wollen die jetzt auch weitergeben. Also hier in Europa, speziell in Deutschland, werden wir mit der Inflation noch wahrscheinlich deutlich mehr zu tun haben als die Amerikaner. Und jetzt natürlich tragische Entwicklung. EZB-Vorstandsmitglieder dürfen künftig keine einzelnen Aktien oder Anleihen mehr kaufen, also einzelne, von einzelnen Unternehmen. Das ist eine herbe Hiobsbotschaft für eine Isabel Schnabel und Co., die ja immer gerne auch ein bisschen da getradet haben, ein schönes Aktienportfolio hatten und dann immer gesagt haben, nein, wir werden die Zinsen nicht anheben. Ja, es gibt Tragiken im Leben, die sind kaum verkraftbar. Hier sehen wir jetzt die Gasspeicher in Deutschland nur noch zu 88% gefüllt. Das darf nicht den ganzen Januar und Februar so weitergehen, so Müller, Klaus Müller, der von der Netzagentur. Jetzt sehen wir gleichzeitig, dass dieser ganze Energiesektor immer staatlicher wird. VEB Energie könnten wir das bald mal nennen. Jetzt gibt es Preisobergrenzen, die heute auch beschlossen wurden auf internationalem Parkett. Aber diese Preisobergrenzen führen letztendlich zu Angebotsverknappung, Rationierung, Willkürüberwachung, bla bla bla. Also es ist letztendlich das nächste Scheitern, das ich hier schon ankündigte. Man macht die Märkte kaputt und wundert sich dann, hups, das ist dann irgendwann schiefgelaufen, obwohl wir diese Erfahrung in der Historie schon mehrfach gemacht haben. Aber der Mensch ist es so lernfähig, dass er die gleichen Fehler immer wieder macht. Und auch unser Umgang mit Katar
Da ist ja jetzt diese kleine Bestechungsaffäre, gell? Winzige Bestechungsaffäre, wenn ich noch, brauchen wir nicht ernst nehmen. Aber das Geld kam ja offenkundig aus Katar und die Kataris haben gesagt, also wenn ihr uns so anpinkelt, dann müssen wir uns das mit dem Gas noch einmal überlegen. Hups, dann musste Habeck wieder nach Katar fliegen und ein bisschen an Kotau machen, damit die Kataris wieder jetzt nicht mehr ganz so böse auf uns sind, gell? Also es ist so, dass wir da natürlich uns sehr beliebt gemacht haben mit unserer Herangehensweise an Katar. Man merkt so ein bisschen in auch den Öffentlich-Rechtlichen, dass der Ton sich so ein bisschen gedreht hat. Diese westliche Arroganz, diese wir wissen alles besser als ihr, ihr seid ganz böse, wir sind moralisch die Weltmeister, das hat sich so ein bisschen abgeschwächt, hat man das Gefühl, hatte ich zumindest gestern das Gefühl, nach dem WM-Finale gab es nochmal einen Bericht, auch im ZDF. Wir haben heute dann in Deutschland besser als befürchtete IFO-Zahlen bekommen, aber die Geschäftserwartungen sind nach wie vor miserabel, das deutet darauf hin, dass diese Rezession kommen wird. Viele sagen ja, ja, es ist noch nicht so schlimm. Ja, das stimmt, es ist noch nicht so schlimm, aber das ist ein Tsunami in Zeitlupe, der sich da aufbaut, zum Beispiel auch am Immobilienmarkt. Wir sehen, dass die Immobilienpreise im vierten Quartal in Deutschland 2,8% gefallen. Und es ist natürlich ein Zufall, dass die Änderung der Geldpolitik durch die EZB mit dem Immobilienmarkt etwas zu tun hätte. Die Immobilienpreise aufgebläht durch Nullzinspolitik, klar, dann steigen die Vermögenspreise wie Aktien und eben Immobilien. Und wie geht es jetzt weiter? Mike Wilson, ich hatte ihn vorhin schon angesprochen über Aktien, bisher der beste Prognostiker, den Sie da finden. Schlimmer als in der Finanzkrise wird der Gewinnrückgang, sagt Mike Wilson. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Interessant auch die Entwicklungen bei diesen ganzen Meme-Stocks. Was wurde ich beschimpft? Was musste ich mir anhören von AMC gehört die Zukunft, Weltkonzern, GameStop, bestes Unternehmen der Welt. Jetzt ist das offenkundig nicht mehr so. Man wendet sich jetzt dem alten klassischen Aktienmarkt zu. Man kauft ETFs von Indizes. Ich hatte vorhin schon gesagt, eben vielleicht sind das die Reddit-Leute, die jetzt passives Investieren betreiben. Zweite Artikelempfehlung und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Wir haben einen wirklich sehr, sehr guten Newsletter. Wenn Sie jetzt meine Videos gucken und aber berufstätig sind, abends nach Hause kommen, da sind die wichtigsten Dinge, die an diesem Tag passiert sind, in diesem Newsletter enthalten. Gut geschrieben, das macht richtig Spaß. Ich packe Ihnen den Link, wo Sie sich dafür anmelden können, mal auch unter das Video. Es lohnt sich, das kann ich versprechen. Also zwei Artikelempfehlungen und die Newsletterempfehlung. Jetzt empfehle ich mich selbst und wünsche das Allerbeste. Servus, ciao.